Hallo, ihr wollt wissen, welche Level es bei Handpan-Spielern gibt? Das erkläre ich euch gerne. Also sobald ihr eine Handpan euer eigen nennt, geliehen, gekauft oder wie auch immer, also ihr habt eine Handpan zur Verfügung, erreicht ihr sofort Level 1. Und Level 1 heißt, ihr könnt spielen, aber bitte nicht zu Hause. Das wird dann so sein, das heißt, könntest du nicht vielleicht draußen in den Garten gehen, draußen aufs Feld oder vielleicht dorthin, wo dich keiner hört oder keiner sieht. Und ja, es hört am Anfang sich ziemlich schlimm an, das muss ich zugeben. Aber es wird besser, glaubt mir's. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, ihr habt geübt und geübt, draußen auf dem Feld, dort, wo euch keiner sieht, wo euch keiner hört. Und ihr kommt per Zufall zu Level 2. Und Level 2 heißt, ihr spielt zu Hause, keiner ist zu Hause, die Kinder sind in der Schule, der Mann, die Frau ist beim Arbeiten, beim Einkaufen oder was auch immer. Du spielst und die Familie kommt nach Hause und ist ganz überrascht, wie gut du auf einmal spielen kannst. Das ist der Zeitpunkt, wo du zu Hause auch bleiben darfst. Du musst nicht mehr aufs Feld, du musst nicht mehr raus, du darfst im warmen Wohnzimmer bleiben, du darfst in die Küche, du kannst im Arbeitszimmer spielen und keiner stört sich daran. Es ist natürlich noch nicht so, dass sie dich auffordern zu spielen, aber du darfst spielen, du kannst spielen und keiner unterbricht dich und keiner stoppt dich. Das ist Level 2. Und Level 3 ist, du gehst irgendwo oder kommst irgendwo zu Besuch, wirst eingeladen und das Erste, was du gefragt wirst, hast du nicht deine Handpan dabei? Und du sagst, nee, natürlich nicht, wieso, die ist zu Hause. Ja, es wäre vielleicht jetzt schon schön, wenn du sie vielleicht noch holen könntest. Ja, das ist Level 3. Die Leute wollen, dass du spielst und sie wollen es unbedingt und sie finden es toll, wenn du spielst. Und ja, es gibt noch ein viertes Level. Das will ich jetzt auch noch gerade kurz erläutern. Level 4 ist, du gehst ohne Handpan nicht mehr aus dem Haus. Die Handpan ist immer bei dir, neben dir. Ja, du kannst dir ein Leben ohne Handpan nicht mehr vorstellen, nicht mehr denken und die Handpan umgibt dich jederzeit. Bei mir ist es noch nicht so weit, zumindest noch nicht ganz so weit, aber ausschließen möchte ich es nicht, dass das auch mal irgendwann so passiert. Ja, das wäre dann Level 4. Also ihr merkt, es ist schon ein bisschen Spaß dabei, obwohl ein bisschen Ernst ist schon dabei. Am Anfang, ja, es hört sich manchmal schon schlimm an, aber es hört sich dafür, dass es sich schlimm anhört, eigentlich schon wieder ganz gut an, weil andere Instrumente wären vielleicht schlimmer, wenn du Klavier spielst oder Gitarre spielst. Da hört sich die Handpan dann doch noch wieder besser an als möglicherweise andere Instrumente. So, das war's für heute. Falls ihr den Kanal toll findet, liken gerne, empfehlt mich weiter. Und ja, jetzt kommen dann auf den nächsten Videos noch ein paar kleine Einweisungen und dann geht's dann auch irgendwann mal los, dass wir zum Spielen kommen.